Hallo und willkommen zurück bei den Hungerspielen. Ja, so schlecht war der Witz gar nicht. Ja, also man kann merkwürdigerweise Straßen nicht aufrüsten. Ja. Also hier sterben so langsam die Leute. Aber ich kann es nicht ändern. Ich hab nichts. Ich hab nichts. So. Also, was wir machen können, ist natürlich so schnell wie möglich einen Bäcker bauen. Zu nahem Wasser. Wo ist denn jetzt der Eingang? Ach, der ist seitlich. Okay. Und kann man das hier bauen? Ah, hier geht. Okay. Dann machen wir das doch. Nehmen wir die ganze Priorität. Hoffen wir mal, dass das schnell geht. So, Getreide haben wir ja genug. Also, let's go. Machen wir Mehl. Ein Gehöft wurde fertig gebaut. Nein, im Ernst? Habe ich inzwischen Ziegelsteine? Ja, habe ich. Setzen wir hier die auch mal auf Priorität. Fischer setzen wir auch mal auf Priorität. Weil so viel kann ich gar nicht verprioritäten. Ja, und hier. Wir können hier eh nichts machen. Straße umgelegt. Prinz Herzog Ronny von Eduran. Eure Berater sind heute noch genervter als sonst. Anscheinend haben sie eine Gruppe Faiblinge entdeckt, die lieber tanzt, als hart zu arbeiten. Was für ein Unfug. Sollten arbeiten, der königliche Berater. Mir gefällt der Tanz. So. Endlich wird wieder gepflanzt und ich habe wieder Lager. Ich habe wieder in der Taverne wieder was zu tun. So, apropos Taverne. Eine Taverne habe ich ja hier auf der Seite ja noch gar nicht, ne? Taverne. So, jetzt aber hier machen wir mal Folgendes. So, reißen das ab und bauen entsprechend neu. Das Abreißen, Neubauen scheint ja keine Folge zu haben. Also können wir ruhig mehr so machen. Also hier so abreißen. Und Neubauen.
Ah, klar haben wir neue Besucher. Gerne. Nur her damit. Anders. Hier, das Gebiet ist besetzt. Muss man nicht verstehen. Rüsten wir mal alle Straßen auf. Ja. Geht doch besser, als ich gedacht hätte. Aber solange wir noch Geld haben, machen wir das. Ja. Oh, da ist einer gestorben. Habt ihr gesehen, da ist einer gestorben? Oh ja, ist wieder Platz in den Häusern. Was soll ich sagen? Ah, die Bäckerei wurde fertig gebaut. Oh, Gott sei Dank. Weiß ich natürlich nie, ob eine Bäckerei überhaupt reicht. Jetzt könnte man ja hier nochmal eine Annehmlichkeit bauen. Holzbank. Holzbank, ein Tisch. Eine Ruhezone, warum nicht? Ja, nur her mit euch. Bitte Herzog Ronny von Eduan.
Bretter und Ziegelsteine, Bretter und Ziegelsteine. Seitdem diese vier Zwerge durch das Reich gekommen sind, singen alle Fäblinge wie verrückt dieses Mantra. Geben wir ihnen endlich, was sie wollen. Hoffentlich sind sie irgendwann zu müde und machen nicht den ganzen Tag damit weiter. Fäbling-Lesetreff. Oh, klar. Das, machen wir mit links, glaube ich. Ist immer irgendwie Betrieb. Ich habe Angst, da durchzugehen, wenn ein Fäbling da ist, dass der dann gelöscht wird. Aha. So. Ist doch nichts da von dem Baumaterial. Ist ja Hammer. Ja, so wie hier. Hier tut sich einfach nichts. Nein! Das war verkehrt. Was war denn dahinter für ein Haus? Das war nicht der Förster. Das war irgendwas anderes. Ach, verdammt. Holzfällerlager, genau. Das war's.
Oh, gibt's ja immer mehr hier. Nice. So, öffentliches Plumpsklo. Und dann nochmal so ein Sitzteil. So. Prima! Tja. Ich glaube, momentan kann ich hier die Priorität rausnehmen. Hier könnte man ja eigentlich auch noch einen Platz machen. Also ein Theater ohne Klo davor, ne? Ups, das war wieder ein bisschen zu viel. Prinz Herzog von Ronny von Edruan. Ich habe ein paar Ziegelsteine übrig, aus denen ich ein neues Ferienhäuschen bauen wollte. Aber jetzt sagt meine Frau, dass Holzhütten schöner sind. Werdet ihr an einen Handel interessiert? Ich kann auch warten, wenn ihr erst noch die Ressourcen organisieren müsst.
Ach nö. 30-30 oder 50-50. Nee, mach mal. Ja. Wir können ruhig 50-50 machen. So. Kein Problem. So. Jetzt habe ich alles auf Stein umgerüstet, bis auf die Hauptstraße. So. Und da fangen wir jetzt auch an. Aber man sieht ja, dass es schneller geht. Also es bringt auf jeden Fall was. Oh, die Fischerhütte wurde endlich fertig gebaut. Mein Gott, ey. Das wird jetzt aber auch schon höchste Zeit. Ich fange an, Lebensmittelvorräte zu bekommen. Leute, zwei Gemüse. Wieder auf leer Lager. Der Winter kann kommen. So. Okay. Also ich muss aufpassen, dass ich jetzt, dass die Leute gestorben sind, die irgendeinen Job machen. Okay, das ist gut zu wissen. Lager voll. Oh, der Getreidespeicher ist voll. Okay. Ah, jetzt produziert er weiter. Ich kann sagen, warum produziert er nicht? Also wenn der Speicher weiter voll bleibt, dann glaube ich, müssen wir noch eine Mühle bauen. Okay, trotzdem. Wir waren gerade bei den Jobs angucken. Ach, da. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Steinmetz und Straßentheater. So, Steinmetz. Straßentheater. Da ist hier in dem Straßentheater einer. Nee, auch nicht. Ich wüsste mal gerne, doch es hungern immer noch Leute. Ja, ist ja auch klar, ich meine, ich habe jetzt zwar die Fischerei. Gibt es doch irgendwas, was ich... Die Lagerstätte. Welche ist das denn? Die hier. Okay. So, das heißt also, gehen wir nochmal ins Übersichtsmenü. Wie viele Arbeitslose habe ich denn jetzt? Oh, noch ein paar. Nicht genug, aber für zwei Gehöfte. Aber es sind immerhin noch welche. Der Getreidespeicher bleibt ja offensichtlich auch weiterhin voll. Ja,
Was heißt denn Produktionslimit? Durch Festlegung eines Produktionslimits könnt ihr bestimmen, wie viele Ressourcen produziert werden. Wenn ihr diese Einstellung nicht aktiviert, so ohne Limit produziert. Ja, das will ich ja auch. Ja, warum produzieren sie nicht mehr? Das wundert mich gerade ein bisschen. Jetzt kommen wir. Das hilft ja nichts. Wir haben ja hier ein volles Lager. Es wäre ja dumm, wenn wir es nicht nutzen. Also bauen wir noch eine Mühle. Ja. Okay. Passt nicht, warum auch immer. Ja. So passt das. Ich glaube, das macht Sinn. Das zweite Holzfällerlager, was ich hier bauen wollte, dass wir das nicht mehr bauen. So viel Holz ist hier nämlich nicht mehr. Holz haben wir ehrlich gesagt auch genug. Ich habe eher das Gefühl, dass wir mehr Stein brauchen momentan. Aber gut, momentan hält es sich ja ganz gut die Waage. Ah ja, hier brauchte ich ja noch einen Brunnen. Ah ne, den hatte ich in der Taverne gebaut, keinen Brunnen. Ja, was will er jetzt machen? Okay. Ah, die können wir auf der Straße platzieren. Okay, machen wir auch noch. So. Herzog Ronny von Edoan. Als einfacher Händler ist es mir eine Ehre, euch die feinsten Waren und Delikatessen in meinem Besitz feilzubieten. Ein fairer Tauschhandel gegen Ressourcen oder Gunst würde mein Herz entzücken. Natürlich biete ich euch wie immer einen unschlagbaren Rabatt. Mein heutiger Rabatt ist 28%. Ziegelstein gegen Bretter. Nee, ich brauche Lebensmittel, Alter. Das ist aber kein kleines Steinvorkommen. Wahrscheinlich sagt er deswegen so. Nö.
So. Aha. Ich verstehe nicht, warum der nicht anfängt, an den Dingern zu bauen. Ich verstehe es nicht. Ich mache jetzt mal die Bauernhöfe zur Priorität. Sonst geht es ja hier nie voran. Wir gehen nochmal sicherheitshalber in die Übersicht, aber wir enden mal die Folge. Bis dahin, tschüss.